So, wir sind am Liestsee in den Ruinen und haben uns mit der Nereide verbündet, die die Wüste aufhalten will, bevor die Wüste den immergrünen Wald austrocknet. Dazu muss der Liestsee wieder aufgefüllt werden und der darf nicht austrocknen. Dafür braucht sie einen Wasserstein und den bauen wir jetzt. Und hier sind Widersacher von Hermeus Mora, die sich uns in den Weg stellen. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Die Schlacht ist gewonnen. Als hätten wir einen Krieg geführt. Ich hab gerade Quark gehört. Bewegung! Toll, danke. Ist auch geil. Er sagt Bewegung, hat mich aber gestunt. Ich glaube, die spielen noch etwas, ne? Ne? Gut. 5 Relikte. Oh Gott. Das Vergessen soll euch holen. Meine Fresse, ist er schlagfertig. Genau an diesem Ausruf habe ich auch gedacht. Vor kurzem. Da oben ist noch irgendwie so ein Stein. Hier bin ich. Kommt, schnell. Ich wollte auch in die Richtung. Dann sagst du, hier bin ich hinter mir. Das hat mich total verwirrt. Die Relikte. Bitte, ich muss es wissen. Zeigt sie mir. Ich habe die Relikte. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass ihr mich nicht enttäuschen würdet. Das ist gut, sehr gut. Jetzt können die uranfänglichen Sucher nicht mehr das Geringste tun, um uns aufzuhalten. Seid ihr bereit, den Wasserstein zu erschaffen? Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Aber ihr müsst ihn erschaffen. Ich kann den Wasserstein nicht berühren, ohne Gefahr zu laufen, mich selbst dabei zu verlieren. Unser innerstes Wesen ist sich einfach zu ähnlich. Ihr werdet das doch für mich tun, oder nicht? Boah, der Harry hat sich eingeloggt. Natürlich, sag mir einfach, was ich machen soll. Die Erinnerungsessenzen wurden in den Kristallbrunnen gegeben. Vernichtet die Relikte auf dem Kristall, um die Essenzen freizusetzen und den Wasserstein zu erschaffen. Bringt den Stein zur Apostelin Marion. Ich werde nun gehen, um einen sicheren Ort für ihn vorzubereiten. Gut. Dann wollen wir den Wasserstein erschaffen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie weggewischt wurde. Das war schon. Das war eine heftige, kurze Reaktion. Dafür, dass man den Wasserstein erschafft. Oh, ich sehe schon. Eine dieser uranfänglichen Sucher. Sie kam aus dem Nichts. Bitte, Lorelia ist in Gefahr. Was ist geschehen? Lorelia. Ups. Sie meinte, ich soll darauf warten, dass ihr den Wasserstein bringt. Aber einer der uranfänglichen Sucher, eine Dremora, hat sich angeschlichen und mich angegriffen. Sie zwang mich, ihr zu verraten, wo Lorelias Sanktum ist. Und sie meinte, sie würde sie...
töten. Wo ist das Sanktum? In der westlichen Höhle. Nehmt diesen hinteren Durchgang. Er führt zu Lorelias privaten Sanktum. Bitte, beeilt euch. Wenn diese Unholdin sie tötet, könnte ich mir das nie verzeihen. Wo ist der Eingang? Da? Ich gehe jetzt da lang. Das ist natürlich doof. Da sieht es gut aus. Doch nicht. Oder doch? Oder doch nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Meine Ausdauer ist grenzenlos. So. Schon sind wir da. Gut, sie lebt noch. Gut. Gott sei Dank. Was treibt ihr hier? Nur Apostelin Marion ist der Zutritt zu meinem Sanktum gestattet. Wo ist sie? Habt ihr ihr den Wasserstein gegeben? Sie wurde angegriffen und sie wollte als nächstes zu euch. Hä? Also die Gegnerin wahrscheinlich ist damit gemeint, aber der Satz klingt irgendwie ganz, ganz komisch. Ich wollte warten, bis ihr beide hier seid und gemeinsam sterben könnt. Oh, bitte nicht. Sie hat schon jetzt schon wenig Leben. Oh, mein Pet ist weg. Das war's. Was immer sie mit mir gemacht hat, es tat sehr weh. Ich dachte, sie bringt uns beide um. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber trotzdem vielen Dank. Habt ihr den Wasserstein? Ja, ich hab ihn, Daniel. Ganz offenkundig besteht der einzige Weg, um unser beider Sicherheit zu gewährleisten, darin, dass wir miteinander verschmelzen. Gebt mir den Stein und dann tretet zurück. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Hier, nehmt den Wasserstein. Tret zurück. Das war's schon. Es hat geklappt. Ich hatte Angst, dass die Berührung des Wassersteins einen von uns oder gar uns beide vernichten würde. Aber dem ist nicht so. Wir sind miteinander verschmolzen. Wir sind eins und dadurch sind wir beide stärker. Also wird der Liste jetzt sicher sein? In der Tat. Mehr noch. Er wird wachsen und gedeihen. Für alle Zeit. Wir haben euch dafür zu danken. So gerne ich euch auch hier behalten würde, um euch an mich zu binden, werde ich es nicht einmal versuchen. Nehmt dies und geht. Ich werde einen Strudel heraufbeschwören, um euch fortzutragen. Lebt wohl! Das ist das erste Mal, dass ein NPC lebt wohl zu mir sagt und nicht umgekehrt. Ein Strudel nach oben? Oh bitte, ich möchte nach oben. Oh, es gab keine Fortspülanimation. Ich hätte gerne, wie in der Klospülung runtergedreht worden wird. Tja, sehr gut. Ich glaube, das war's. Die Quest ist durch, ne? Ihr habt den Konflikt am Lycée beigelegt. Mit anderen Worten, ich habe dafür gesorgt, dass der Lycée nicht austrocknen wird. Sehr gut. Dann können wir noch eine andere Sache machen, die ich schon angehen wollte. Nämlich die Geschichte hier. Geschick habe ich schon verteilt. Und kann jetzt noch einen verteilen. Was ist jetzt auch egal. Aber die anderen beiden habe ich noch nicht verteilt. Die wurden mir einfach mal wieder gelöscht. Deswegen will ich erstmal gucken, was man hier nehmen kann. Und ich glaube... Blau ist schon, also Macht ist schon der wichtigste Kernattribut von dem Charakter hier. Tja, aber in welche Richtung gehen? Erstmal ausloten.
Oh, da fehlt ein Haar. Ups. So, da gehen wir so lang. Das ist echt schwierig. Hä? Ach ne, ist normal, oder? Ne, ist nicht normal. Bei mir ist gerade eine Lichterkette kaputt gegangen. Krass. Du bist instant tot. Toll, super. Klasse, noch eine, die kaputt ist. Scheißdinger. Super, jetzt habe ich hier weniger Licht. Warte mal. So. Ich habe schönes blaues Licht jetzt angemacht, ja. Gewalt pro Stufe. Ja, Crit ist toll, das nehme ich. Der Feind an einem Status erfüllt. Warte mal. Na, was ist das hier? Ist Ausdauer. Magie und Waffenkraft. Stopp, zurück. Das ist aber so gelassen, naja. Maximale Magicka. Gut, da packen wir den Rest rein, notfalls. Wenn ihr direkten Schaden verursacht, heilt ihr euch. Erhöht euren kritischen Schaden oder gewirkt ihr kritische Heilung. Erhöht verursachten kritischen Schaden gegen Feinde, die ihr flankiert. Das ist natürlich auch geil hier, dass der Gegner einfach explodiert. Was haben wir hier unten? Höre ich gerade irgendwie einen Skyrim-Soundtrack im Hintergrund hier? Irgendwie ja, ne? Auch so schwierig. Ich weiß nicht, ob der Gegner Statuseffekt leidet, sobald er stirbt bei mir. Ich glaube nicht. Ich würde, glaube ich, dann das hier nehmen. Direkt verursachten Schaden. Ja, so die beiden hier. Flächeneffekt mache ich ja kaum noch. Was haben wir hier? Gewählt offensive Durchdringung. Ja, das nehmen wir mal mit. Erhöht eure durch leichte und schweren Griff verursachten Schaden. Den kann man mal mitnehmen. Ich glaube, das muss sogar reinsockeln, ne? Ja. Erhöht eure Chance. 60%. Erhöht die Chance, eure Feinde mit magischen Statuseffekten zu belegen. Also einfach mal zufällig. Oh, dann ist es ja schon fast. Wie viele Punkte habe ich denn dann noch? 88. Dann ist es ja schon fast gesichert, dass das passiert da oben. Das doch so. Mist, da reicht's nicht. Da fehlen mir noch ein paar Punkte. Die kann ich mir aber auch aufsparen. Gut.
glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, dann gehen wir rüber zum nächsten. Da haben wir maximales Leben. Eure Lebens-, Magika- und Ausdauer-Regina. Und Rüstung. Befreiungskosten. Massenkontrolle. Befreiung für den Kosten und nächsten innerhalb. Wie sehe ich dauernd nur aus, welche Rolle? Gewährt 30 Lebensregeneration pro 10 ultimative Kraft, die ihr besitzt. Das ist natürlich auch ordentlich. Erstmal, wenn ihr einen Feind tötet, werden 300 Magika hergestellt. Cool. Das gleich auch für Ausdauer. Was haben wir hier? Beim Sprint erhaltet ihr pro Stufe einfach mal Leben. Krass. Das Lauftempo generell wird erhöht. Was haben wir hier? Gut. Dann könnten wir das damit anfangen. Gehen wir hier durch. Was ist da rechts gewesen? Ach, Kosten des Blocks ist egal. So, gewählt Leben. Wo wollte ich jetzt hin? Da. So, ich will jetzt nicht so viel da reinsetzen. Weil ich gerne das andere Zeug da mitnehmen will. So, dann kann man das noch mitnehmen. Sprintkosten. Ja, ist gar nicht schlecht. Einfach mal Kosten verringert. So. Ach Mist, das muss ich auch noch sockeln, ne? Scheiße. Das ist die Lauftempo eigentlich egal. Beziehungsweise die Rüstung. Da habe ich noch 5 Punkte. Kann ich die noch irgendwo investieren? Wahrscheinlich nicht. Außer da vielleicht. Dann würde ich die auch aufsparen. Gut. Champion der Letztsaat. Ach so, weil ich jetzt ja alles gechampt habe, ne? Investiert 150. Ah, okay. Subi. Gut. Das war tatsächlich eine Folge. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann.